Ja, meine Damen und Herren, und ein recht herzliches Willkommen zu Pokémon Violet. Pokémon Violet habe ich ja bereits auf meinem Kanal gespielt. Die vorherige Version, die bis zu diesem Zeitpunkt so weit ging, könnt ihr euch oben nochmal angucken. Wir werden aber nicht am Anfang von Pokémon Violet beginnen, sondern, wie ihr bereits seht, weiterspielen. Und nicht wundern, dass ich erstmal in so einer Höhle bin. Das hat einfach nur damit zu tun, dass ich ja entsprechend hier den Patch anwenden muss. Und ihr seht, von 1.x auf 2.x. Ja, und das Relaxo bewegt sich dann weg. Finde ich voll cool. Ja, entsprechend kann man hier natürlich jetzt weitergehen. Und es wurden neue Funktionen eingebaut. Das werdet ihr aber auch gleich merken. Also das Pokepad wird uns mit Tipps nerven. Dort kannst du die Kampf auf verdienten Fleißpunkte auf deine Pokémon verteilen. Ah, das werde ich gleich machen. Aber zunächst werde ich erstmal meine Pokémon heilen. Das kann ich nämlich hier im Labor. Also das ist das Pokémon-Labor. Ich werde jetzt einfach mal meine Pokémon heilen. Ja, komm, gib mir Epilepsie-Anfall. Ihr könnt ja mal übrigens gerne dem Entwickler Wodka in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Spiel hält. Und natürlich, wenn ihr das Spiel mögt, ja, gerne Daumen nach oben. Ich glaube, das sieht Wodka auch gerne. Ja, das Pokepad ist übrigens eine Sensation, was deutschsprachige Hacks betrifft, ja. Also letzten Endes muss man schon sagen, dass hier sehr viel Arbeit reingesteckt worden ist. Vor allen Dingen so Wundertausch und sowas ist sehr interessant. Ich tausche jetzt einfach mal. Achso, ich habe ja schon Shinypla und Shinylu, aber Evoli ist noch nicht, Shiny. Müssen wir ändern. Evoli, werd ein Shiny-Pokémon, was zum Denker waren das für Blöcke? Ich krieg ein Oval. Das entwickelt sich zu Alola Kokomai. Ich glaube, Alola-Form gibt es hier noch keine. Also irgendwas hast du mit dem Bild falsch gemacht, mit dem Gameboy-Bild. Musst du beheben. Hast du nicht gesehen? Oder habt ihr auch nicht gesehen? Kümmere dich gut um... Oh wei! Oh wei! Oh wei! Menschenskinder. So. Und Vanessa. Sau cool. Kann aber ein paar, versteckte Attacken. So, verfügbar. Wir wollen ja... Huch, wo habe ich jetzt die Punkte hingemacht? Achso, wir müssen... Achso, wir können einfach... alles drauf kloppen. Ich klopp einfach alles drauf. Nicht wundern. Normalerweise würde ich das nicht machen, aber sonst hat es ja keinen Sinn. Vielleicht kann ich ja auch irgendwann mal die Punkte wieder entfernen. So, KP. Also das FP-Punktesystem, seht ihr, funktioniert auch etwas anders. Also man kann hier die Punkte einfach drauf kloppen. Im Prinzip. So, eigentlich könnte ich auch Schutz verwenden, weil wir waren bereits auf dieser Route gewesen. Deswegen ist das eher von geringerer Bedeutung hier eigentlich. Ich wollte halt nur ein paar Worte zum Spiel verlieren. Also, es wird ja oft gesagt, deutsche Pokémon-Spiele-Modifikationen haben da irgendwie Schwierigkeiten und sind nicht so kreativ und innovativ und technisch auf dem höchsten Standard. Also ich weiß, was hier in diesem Spiel alles drin ist. Von Mega-Entwicklung bis zu Schlag mich tot. Wodka ist ambitioniert förmlich in solchen Sachen. Ja, der Detektor kann in den Optionen ausgeschaltet werden. Ah, das wurde in der letzten Version so bemängelt. Fällt mir gerade ein. Detektor, keine. So, jetzt ist der Detektor mucksmäuschenstill. Seht ihr? Also hier hat er gesagt, Schutz wirkt nicht mehr. Dann kann man entsprechend den Schutz wieder einsetzen. Übrigens, falls ihr es gesehen habt, das muss er auch noch fixen. Der Pokéball ist nicht rot. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ja die Version vorher mal angespielt und dann habe ich ihm gesagt, wo noch ein paar Fehler sind. Und irgendwie habe ich das auch übersehen. Naja, ich habe bestimmt 10 verschiedene Pokémon. Das sind dann 15 verschiedene Pokémon. Yes! Pokeradalp. Was kann ich mit dem machen? Von hohem
Gras benutzt werden, um Senpomen aufzuspüren. Sie sind sehr scheu, also gerate nicht in ihr Blickfeld, wenn du sie fangen möchtest. Je öfter du das Pokeradar einsetzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Senpomen anzutreffen. Diese Funktion sollte dir bei der Vervollständigung des Pokédex enorm helfen. Tja, dann würde ich mal sagen, benutzen wir es. Pokepad? Pokeradar. Na, wie funktioniert der? Ja, ja. Oh, da ist ein Pokémon. Ey. Nein! Das Pokémon ist geflohen. Das ist ja blöd. Ach komm, das ist wirklich blöd. Okay. Ist so seltenere Pokémon später auf. Er hat übrigens hier auch... Das habe ich auch kritisiert. Ich habe gesagt, Mann, man sieht den Eingang nicht. Also jetzt sieht man ihn wirklich eindeutig. Wir sind in dem nächsten Stadtort. Und das Ärgerliche daran ist, dass wir jetzt leider erstmal durch eine Höhle müssen. Und entsprechend leider in dieser Höhle ohne Blitz durch müssen. So, und ich würde sagen, wir legen einfach mal die ganzen Pokémon in Box 1 ab, weil es gibt viele, ich weiß, ich lege die Shiny-Pokémon ab, aber ist in Ordnung. Es gibt nämlich viele Eier, die wir so aufheben können und so weiter und so fort. Sag mal, Schwester Joy, warum stehst denn du auf dem Dings auf einmal, auf dem Dresen? Das war vorher aber nicht so gewesen. So, naja. Hat wohl noch ein paar Änderungen gemacht. So. Wir müssen leider erstmal hier weiter. So, wir sind ja bereits auch durch diesen Wald hier gegangen. Und jetzt müssen wir durch die felsige Ödnis. Machen wir am besten erstmal Schutz. So. Oh, da waren wir noch gar nicht bei dem Gentleman oder was das ist. Dann fordern wir dem gleich mal heraus. Dö, Vivien ist so mächtig. Dö. Irgendwie könnte mein Staravia mal langsam Nahkampf lernen. Aber ich glaube, das lernt es erst bei der Entwicklung. Eroas. Kirlian. Nee, da wechseln wir noch nicht. Ha! Ja, Kirlia, ich weiß. Du bist ein tolles Pokémon. Ja, okay. So. Gentleman Joachim ist besiegt. Übrigens, andere Musik auch. Hört man ja teilweise sogar bei den Effekten und bei anderen Sequenzen. Also ich finde das echt super gemacht. Unser Gentleman Joachim. Was würden wir nur ohne ihn tun? Also wir müssen durch die Höhle. Ich habe ihn gefragt extra nochmal. Müssen wir durch diese dunkle Höhle ohne den Blitz gehen? Ja, wir müssen durch diese dunkle Höhle ohne den Blitz gehen. Und ich weiß jetzt schon, es wird wieder nervig. Aber ich habe eine Idee, wie ich da relativ unbeschadet durchkomme. Meine Damen und Herren, Feststellung des Tages. In dieser Höhle ist es so dunkel. Nein! Oh Mann. In dieser Höhle ist es so dunkel. No comment. No comment. Machen wir wieder Eroas. Joa. Lass mich raten, ich bin sicherlich vergiftet. Nein, auch nicht. Gut, dann können wir weiterhin Eroas machen. Sehr schön, Sander ist besiegt. Eigentlich könnte ich ein bisschen Justin trainieren. Prompt auf dieses Stichwort kommt Einstoll Junior. Level 22. Übrigens auch schöne Kampfhintergründe, das muss man auch mal einfach mal so sagen. Ihr seht, also die neuen Fähigkeiten wurden auch implementiert, beziehungsweise upgedatet, ja. Man sieht ja hier, Stoll Junior überlebt mit der Robustheit die Attacke. War ja in der dritten Generation nicht so gewesen normalerweise. Da hat es nur wirklich die K.O.-Attacken überstanden. Finde ich persönlich eine nette Neuerung in der vierten Generation. Und die hat es dann hier auch geschafft. Ja, man kann hier besser sehen. Meine Damen und Herren, ich kann hier trotzdem nicht gut sehen. So, dann tauschen wir einfach mal. Ich werde jetzt erstmal Justin ein bisschen trainieren. Ja, Justin ist an Anlehnung an Sirlo. Ich weiß.
Aber er darf sich doch freuen, er ist ein neues Pokémon. Was bist denn du? Ständig stolpere ich über einen Kleidstein. Ach, die Referenz zu Pokémon Rot, Blau und Gelb. Genial. In dieser Höhle gibt es alle interessanten Pokémon. Sehr schön. Wir sehen sowieso keine Pokémon, weil hier alles stockfinster ist. Ich bin mal gespannt, wie ich vorankomme. Also, ich muss erstmal eine Leiter finden. Wenn ich die Leiter finde, ist alles gut. Also, ich will jetzt nicht die Höhle wirklich erkunden. Ich bin ganz ehrlich, ich erkunde die Höhle nicht, ja, und ich gehe einfach weiter. Weil sonst ist das echt dämlich, wenn ich da jetzt die ganze Höhle erkunden muss, ja, und bei dem Radius, bei dem Sichtradius will ich das einfach nicht machen. Ich weiß ja nicht, wie groß die Höhle ist letzten Endes. Und ja, ich habe jetzt erstmal geguckt und mir so gedacht, okay, wie komme ich hier überhaupt weiter, ja, weil ich habe das Spiel ein bisschen angespielt, damit es euch nicht so extrem auf den Sack geht, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie suchen muss, ja, und ich habe ihn extra halt noch gefragt, muss ich wirklich durch diese verfuckte Höhle durch, ja, meinetwegen, dann muss ich halt durch die Höhle durch. So ist es halt. Er müsste halt noch Sounds für die eigenen Pokémon implementieren. Das Problem ist halt, das hat er wahrscheinlich nur deshalb nicht gemacht, weil es sich dann noch nicht schlüssig war. Jetzt denkt sich natürlich der eine oder andere, das ist natürlich kompliziert und schwierig und das macht man sowieso in keinem Spiel. Ja, Wodka macht's einfach. Wodka macht alles. Persönlich, für mich ist der, dieses Spiel mittlerweile sogar besser als Pokémon Sovereign of the Skies, was viele wirklich kennen, ja, Pokémon Sovereign of the Skies und, oh, es gibt sogar antike Pokémon hier. Nee, aber wie gesagt, für mich ist es persönlich sogar mittlerweile besser als Pokémon Sovereign of the Skies, das hat aber einfach auch damit zu tun, dass das letzte Update von Sovereign of the Skies schon ewig lange her ist. Ah, ganz toll. Ich versuche halt mit der Wandstrategie möglichst voranzukommen. Du wirst sicherlich kämpfen. Ich frage mich, wie viele Ebenen diese Höhle hat. Ich hoffe nicht viele. Ich will nämlich durch diese Höhle langsam mal durch. Waldschrei. Oder Waldr. Ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll. So, das könnte übrigens sehr gefährlich werden hier mit Georok. Denn Georok könnte Finale einsetzen. Wenn es nicht verwirrt wäre. Na? Oh. War es ein Pech. So. Natürlich war es ein Glück. Also, Wodka hat hier schon sehr viel Ammunition in dieses Spiel reingesteckt. Deswegen zeige ich es euch auch. Persönlich macht es mir auch viel Fun. Ist halt ein bisschen blöd, dass ich jetzt halt erst jetzt zum Spielen kam von dem Spiel. Normalerweise hätte ich das schon lange gewollt. Hä? Ich kann mich nicht weiter bewegen. Ah, hallo Felix. Wie ich sehe, wanderst du auch in dieser dunklen Höhle umher. Beherrscht eines deiner Pokémon die Farbe im Blitz, könnte es etwas Licht ins Dunkel bringen. Leider scheinen weder du noch ich eine Pokémon mit diesem Angriff zu besitzen. Wie unglücklich. Wie läuft es bei dir? Hast du auch schon 3 Arena-Orden erringen können? Ich selbst strebe gerade den Rang eines Arena-Leiters vorerst an, denn dieser ist der erste notwendige Schritt auf dem Weg, ein Mitglied der Top 4 zu werden, so wie OP. Wo wir gerade von ihm sprechen, hat er dich auch gerade kontaktiert, ihn bei der Bekämpfung der Revolutionäre in Kaskar zu helfen? Oh, ich spreche selbst. Nein, Faun hat mich damit beauftragt, Team Violet im Zeitwald Paroli zu bieten. Okay, da war ich doch schon gewesen. Ja. Denn sie drohen mit einem Krieg. Obi hat mir von oft seiner Jugend erzählt, als Land den Frieden der Top 4 gebracht hat. Okay, das gab keinen Sinn, was ich gelesen habe. Zustimmen, dot, dot, dot. Sind wir red? Wir sind red. Ich kann nicht verstehen, dass du nicht unbedingt mit allen Entscheidungen der Top 4 konform gehst. Trotzdem bringen sie den Kontinent ein wichtiges Gut, den Frieden. Und den müssen wir um jeden Preis verteidigen. Okay, ach, was ich dir noch fragen wollte, hast du zufällig Blaze getroffen? Anfangs sind wir zusammengereist, doch nur einige Zeit hat er mich abgehängt. Er ist auf einem gefährlichen persönlichen Kreuzzug gegen seinen Vater, Devin, den von den Top 4. Alter, was die alle mit den Top 4 haben. Es ist nur zu leicht, dass man vom rechten Weg abkommt, wenn man nur auf Vergeltung aus ist. Vermutlich wird es am klügsten sein, wenn wir uns auf den Weg nach Kaskar machen. Dort sehen wir weiter, denke ich. Obi wird unsere Hilfe gebrauchen können. Beeil dich bitte, Daniel. Jo.
so schnell es halt geht. Nein, ich bin irgendwo eine Stufe runtergesprungen. Und irgendeine Trainerin hat mich gesehen. Ich frage mich überhaupt, wie die so mehr als ein Feld sehen können. Die sollten ja normalerweise genauso wenig sehen können wie ich. Oder irre ich mich da jetzt? Das ist schlecht. Ich mache einfach mal Felsgrab. So, Initiative von Blanas sinkt. Jetzt kommen wir nicht mit Gigasauge oder sowas. Das wäre jetzt schlecht gewesen. Das wäre jetzt wirklich schlecht gewesen. Nochmal Felsgrab. Ich weiß, in dieser Höhle könnte man fast sagen, man sieht nichts. Und ja, es ist relativ eintönig. Kann ich verstehen. Aber wir müssen ja durch. Und deswegen machen wir es einfach, weil wir so klug sind und so schnell und irgendwie das hinbekommen werden. Meine Güte, wie die Initiative immer von den Pokémon sinkt. Naturkraft wird zu Spukball. Es passt auch wirklich gut. Nochmal Felsgrab. Und dann haben wir die Geschichte hier auch. Aromalady Silke besiegt. So kühl und feucht. Mhm. Ja, liebe Silke, dann bleib mal hier, wo es kühl und feucht ist. Ein Kampfei erhalten. So cool. So. Jetzt frage ich mich nur, wann dieses Ei schlüpft. Ah, super. So, da ist ein Kampfei. Gehen wir mal hier weiter runter. Da ist eine Trainer, den ich nicht herausfordern will unbedingt. Ich will irgendwo eine Leiter finden. Ist mir egal, ob ihr mich seht oder nicht seht. Nein, wer bist du? Hat er gerade von Pokémon stehlen was erwähnt? Der ist irgendwie stärker als die anderen, oder komme ich mir gerade veräppelt vor? Ein Dieb, der stärker ist? So, ich mache mal erst Bedroher, weil das war wirklich eine schlechte Ausgangsposition für mich. Oh. Es trifft bestimmt fünfmal, so wie ich Nadelrakete kenne. Naja, viermal ist doch auch noch gut für die CPU, oder? So, Eroas, das sollte reichen. Staravia macht das hier super. So. Justin kriegt auch noch ein paar Erfahrungspunkte ab. Zubiris. Level 25. Moment mal. Wie kann mich Schattenstoß eigentlich treffen? Schattenstoß dürfte mich eigentlich gar nicht treffen. Hä, ich bin doch vom Typ normal. Also irgendwas stimmt mit Schattenstoß nicht. Man müsste sich jetzt halt ein Zubiris fangen und gucken, ob Schattenstoß auch wirklich vom Typ Geist ist. Ich glaube nämlich, es ist nicht vom Typ Geist. Oder irgendwas kann Zubiris für eine neue Fähigkeit, die bewirkt, dass Normalattacken oder Normal-Pokémon normal getroffen werden. Würde mich ja nicht wundern, wenn er sowas einprogrammiert hätte. Hallo? Leiter? Oh, Leiter! Was? Der Typ wollte dich überzeugen? Heieiei. Hat Probleme. Hallo. Der Ausgang muss nah sein. Okay, ich sehe jedenfalls einen Hypertrank. Irgendwo mitten im Dunkeln. Ja, das ist der Ausgang, oder? Oh Gott. Wüste. Oh, hallo Daniel. Wie es mir scheint, bist du auch auf dem Weg nach Kaska. Aber zuerst erwartet dich hier eine grauenvolle Wüste. Wollen wir mal sehen, ob du mir gewachsen bist. Ah, toll. Ich meine, als wäre die Wüste nicht schon grauenvoll genug, muss ich jetzt auch noch gegen Astrainer Maike kämpfen. Dein Ernst? Wir haben beide Staravia. Einsandsturm tobt. So, Angriff geht runter. Das interessiert aber meine Wasserattacken relativ wenig. Ich hätte auch Felsgrab einsetzen können, muss ich euch gestehen. Aber ich glaube, Aquawelle war dann doch besser. Meine Fresse, wie oft Aquawelle verwirrt. Also wirklich häufig, muss ich sagen.
Vielleicht macht es einen Trank. Ich gehe jetzt eher davon aus, sie macht einen Trank. Deswegen bleibe ich auf Aquavelle und wechsle nicht auf Ruckzuckhieb. Kann ich ja danach noch immer einsetzen. Ja, super Trank. Das wird nicht reichen. Hahaha. Sehr schön. So, Staravia geht jetzt K.O. So, nächstes Pokémon ist Orthodos. Oh Gott, das ist wahrscheinlich das Pflanzen-Pokémon. Dann können wir ja gut Arthur verwenden. Kling. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass Orthodos das Pflanzentyp-Pokémon ist. Nee. Leider nicht. Das ist schlecht. Jetzt werden wir beide vom Sandsturm getroffen. Das ist wirklich schlecht. Ja, dann verbuddel ich mich einfach mal. Werde ich eigentlich vom Sandsturm getroffen, wenn ich auch verbuddelt bin? Das interessiert mich jetzt mal. Ob das in der dritten Generation wirklich so war. Nö. Bin ja eingebuddelt. Biss. Okay. Oh, come on. Blöder Volltreffer. So, ich lasse das Pummel jetzt einfach durch Sandsturm K.O. gehen. Es sei denn, es kommt wieder so ein dämlicher Supertrank. Was ist denn das jetzt? Citrobeere. Na gut. Dann buddeln wir uns halt nochmal ein. Was? 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 Nein! 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 Dieser Pitch-Move! Warum kann Otto das auch, Schaufler? Nein, Arthur! Ach komm! Das war KI of Doom! Verdammt! Oh Mann, wir müssen Staravia einsetzen. Gut. Das Gute ist ja wenigstens, der Angriffswert von Orthodos geht nach unten. Das war ein richtiger Bitch-Move gerade gewesen. Also wirklich. Oh Mann. Eros. Was machst du die ganze Zeit, blöden Supertrank? Oh Mann. Warum ist der Rivalenkampf auf einmal jetzt so spannend geworden? Am Anfang schien er noch ganz einfach. Und jetzt vor allen Dingen ist er auf einmal total schwer. So fucking total schwer. Muss dieser eine KP übrig bleiben? Wenigstens geht Orthodos jetzt endlich K.O. Ja, geh K.O. So, zack, geht doch. Kling. Geht doch, Level 33. Kopfnuss. Jo, da können wir was vergessen, oder? Ja, Doppelteam brauchen wir nicht unbedingt. So, 1, 2 und schwupp und erlernte Kopfnuss. Ja, und jetzt kommt... Pentara. Ja, meinetwegen. Machen wir Kopfnuss. Vielleicht schreckt es ja zurück. Okay, vielleicht geht es auch einfach K.O. Yay! Wir haben gegen Maike gewonnen. Und die bringt nicht so viel Geld. Lass dich nicht unterkriegen, Maike. Du bist weit gekommen und wirst es noch viel weiter bringen. Du hast vermutlich recht. Aber ich darf mich nicht unterkriegen lassen. Mein Bruder würde mich voller Scham würde auf mich voller Scham herabblicken, wenn er mich jetzt so sehen würde. Wie dem auch sei, die Wüste, die uns erwartet, ist kein Ponita-Hof. Oh mein Gott, der Witz. Man hat mir zwar gesagt, dass es auch einen Brunnen geben soll, doch habe ich mich wegen der vielen Fata Morganen schnell verirrt. Okay, Fata Morgan. Du kannst dir nie sicher sein, ob der Weg, den du einschlägst, nicht in eine Sackgasse führt. Oh Gott. Mein Bruder Briggs aus Höhen hat mir einige seltene Items überreicht, die seinen Namen an talentierte Trainer aushändigen soll. Oh mein Gott, der EP-Teiler. Der EP-Teiler ermöglicht es, dir Pokémon zu trainieren, ohne dass sie am Kampf teilnehmen müssen. Jedes Pokémon, das dieses Item trägt, erhält automatisch einen Teil der verdienten Erfahrungspunkte. Ich hoffe, du kannst ihn gut gebrauchen. Ich für meinen Teil aber werde mich nun wieder auf den Weg machen. Ich werde alles dran setzen, ein besserer Trainer zu werden, sodass ich eines Tages meinen Bruder voller Stolz in die Augen blicken kann. Bye bye, Maike.
So, und jetzt sind wir in dieser wunderschönen Wüste. Ich muss nur gerade überlegen, hat die uns geheilt? Nein, sie hat uns nicht geheilt. Oh Mann. Sie hat uns nicht geheilt. Wie kann sie nur so gemein sein zu Arthur? Ich habe nur... Achso, ich habe 4 Beleber. So. Kann ich eigentlich ein Ei tauschen im Poképet-System? Aber vielleicht mache ich eher Dings. Nicht Eitausch, sondern diesen Wundertausch. Ah, dass ich so wenig Trank habe. Achso, hier sind die ganzen Supertränke. So, mache ich mal nach oben. So, mach mal Poképet und Pokeradar. Blink, blink, blink. So. Ah, da unten ist ein Pokémon. Das Pokémon ist geflohen. Wow. Super. So, setz Schutz ein. Da ist ein Brunnen. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Wüste wird fucking schwer, habe ich das Gefühl. Ich bin ernsthaft verarscht worden gerade. Alter Fuck, ey. Das ist uncool. Das ist mega uncool. Super, und ich habe jetzt Tuska gegenüber von mir und kann keine Eisattacke. Ist natürlich super optimal, ne? So, jetzt kommt wahrscheinlich Gigasauger. Verwurzler. Ja, jetzt kommen die Nährstoffe über die Wurzeln. Ach so, stimmt. Pokémon mit der Fähigkeit nehmen ja keinen Schaden im Sandsturm. Tuska ist nämlich, glaube ich, nur Typ Pflanze. Kann aber die Fähigkeit, dass es keinen Schaden im Sandsturm nimmt. Das kann, glaube ich, Sandschleier oder sowas als Fähigkeit. Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Dick da. Da kann ich ja wenigstens mal drin bleiben. Dit. Ein wunderschönes Pokémon für die Wüste. So, dann machen wir Aquawelle. Aquawelle. Dit. Und Janina ist besiegt. Sehr schön. Gib ein paar Poké-Dollar. Oh mein Gott. Ich glaube, dass... Die goldene Kakteen. Ja! Wie nichts passiert. Nochmal. Wie? Ha! Ich muss nur oft genug dran schütteln. Hätte ich das mir eigentlich nicht denken können? Aber Tuska ist Level 25. Habe ich ein Pflanzen-Pokémon im Team? Nö. Dann machen wir einmal Felsgrab, bitte. Felsgrab geht daneben. Egelsamen trifft. Das ist wieder so ein Piss-off-Moment. Jetzt will ich einmal dieses Tuska fangen. Einmal. Es klappt wieder nicht. So, mach am besten einen Volltreffer, Felsgrab. So, Initiative sinkt. So, was macht Tuska? Mich nerven. Okay. Es könnte durchaus interessant werden. Zwischen den Zügen ist nämlich ziemlich lang mittlerweile. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Tuska nervt nicht so. So, ich tausche jetzt einfach mal auf Staravia. Oh Mann, das dauert alles so lang. Ich könnte natürlich Eroas einsetzen, aber dann ist Tuska Geschichte. Ich will Tuska fangen. Dass eigentlich Staravia kein Adlerauge hat, wundert mich jetzt übrigens auch. Aber gut. Kann ja sein, dass es irgendeine andere Fähigkeit inne hat. Komm, mach mal Ruckzuckhieb. Das gefällt mir schon besser. Jetzt sollten wir doch in der Lage sein, Tuska zu fangen. Komm, das muss einfach klappen. Das muss einfach klappen. Ich will dieses Tuska haben und trainieren. Das ist
Ich weiß auch genau, wie ich es schon nenne. Und wieso haben wir so wenig Bälle? Superball. Fuck. Warum haben wir so wenig Bälle? Bleib drin. Oh Mann. Ich hatte einen Superball. Was war das für eine Kacke? Ja, gut, das ist lebenswidrige Gebiete bevorzugt, habe ich ja jetzt wohl gemerkt. Wie nenne ich wohl Tuska, hä? Mr. Feuerstachels. Nee, also ich nenne es Stachel. Genau, Stachel. So. Nee, natürlich nenne ich Stachel. So, wunderschön, wir haben Stachel im Team. Wir sind alle begeistert von Stachel. Komm, Fleißpunkte hast du auch noch. Komm, du musst doch... Oh, wieso hast du keine... Ey. Bericht nochmal. So. Bist froh. Tuska, du bist froh. Bin ich cool. Oh Mann, du kannst aber nur Nadelrakete. Ich muss dir irgendwas beibringen, Tuska. Warte mal. Gehen wir mal auf Beutel. Ich muss Tuska irgendwas beibringen. Haben wir irgendwas Nützliches in der TM-Box? Kugelsaat und Gigasauger. Hm. Dann würde ich mal sagen, lernt Tuska jetzt Kugelsaat und Gigasauger. Ich will lernen für Wurzler übrigens. So, Kugelsaat. Gigasauger bringe ich dir auch noch bei. Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Immer noch für Wurzler. So, dann haben wir ein wunderschönes Pokémon. So, Stachel erlernte Dings Verwurzler nicht mehr, sondern kann jetzt hier Gigasauger. Menschenskinder, manchmal stehe ich ein bisschen auf der Schippe. So. Und den EP-Teiler, den geben wir auch noch. So. Stachel hat jetzt den EP-Teiler. Es ist durch. Und nächstes Mal werden wir uns wohl mit den Fata Morganen rumschlagen müssen. Ich glaube, hoffentlich gibt es dieses Mehrzahlwort. Fata Morganen. Ich hoffe, es heißt so. Ja, wenn nicht, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn ja, ein Like und ein Hype mir an der Stelle nicht vergessen. Doch, ich bin jetzt erstmal weg und sage bis denn. Servus und ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Tschüss.